Moin Leute, willkommen zurück hier zu Icarus. So, ich habe mal ein bisschen die Höhle fast leer gemacht. Also ich habe die immer noch nicht komplett leer. So ein, zwei Stellen sind ja noch mit verschiedenen Sachen. Die könnte man eigentlich auch abbauen, aber platztechnisch sieht es gerade bei mir ein bisschen schwierig aus. Lassen wir das einfach mal. Weißt du, wir können eh nicht wegtragen. Das hier oben können wir mal noch mitnehmen. Das schadet nicht. Machen wir mal eben so. Also ich habe jetzt sehr viel abgebaut. Das kann ich euch sagen. Und dieses Medikament, was ich da gecraftet habe, funktioniert auch wunderbar. Damit geht die Ökonomie weg. Was ich gleich mal zeigen kann dann später. Ich habe bloß noch zwei. So, jetzt geht das hier nämlich ganz schnell weg. Jeden Augenblick, genau. Und das Fladenbrot habe ich auch mal gegessen. Das gibt richtig schön Ausdauer und Gesundheitsregeneration. Wasserverbrauch steigt ein bisschen, aber der Nahrungsverbrauch wird dafür gesenkt. Sehr feines Teil auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier noch jede Menge Erz, wie man sieht. Ich habe schon einen Haufen eingeschmolzen, also hier ist richtig viel drin. Vor allem, wenn du hier mit der Stahlaxt reingehst. Das ist ein echter Traum. Da kann man nichts sagen. Das, die Höhle lohnt sich auf jeden Fall, die Wunderwasserhöhle. Und wie man sieht, wiegt das auch weniger hier. So ein Stack wiegt nur 5 Kilo im Gegensatz zu den hier, der kostet gleich mal 20 Kilo. Ganz schön hoch. Ein bisschen Platin habe ich auch schon abgebaut. Da ist die Frage, ob man da ein bisschen mitnehmen. Golderz brauche ich eigentlich auch noch nicht wirklich, ne? Das ist hier die große Frage. Und so viel Platz haben wir auch gar nicht, sehe ich gerade, oder? Wie kriegen wir denn mit? Ja, doch. Ein bisschen Platz haben wir noch. Mal schauen, ob wir so viel mitnehmen. Also mitnehmen tun wir schon so viel, aber die anderen Sachen würde ich auch noch gerne ein bisschen mitnehmen. Weil jetzt können wir hier nicht einschmelzen. Gold würde ich erstmal da lassen vielleicht. Wie spät haben wir es denn? 5 Uhr. Das ist draußen noch recht dunkel. Ne? Glaube ich. Na. Nicht immer fallen lassen hier. Was ich nämlich auch noch gerne mitnehmen würde hier, wäre von dem See so Sachen. So Pflanzen. Für Medikamente. Das wäre eine feine Sache. So ist halt übrigens mal gewittert. Blitzsturm. Ich bin mal gespannt, ob unsere kleine provisorische Hütte noch steht. Weil die Dinger brennen mal gerne ab bei Stürmchen. Blitzstürmchen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten über harte Nacht mal halt hier nicht, ne? Ist eh schon 6 Uhr in der Früh. Sehen, sehe ich keine Hütte mehr. Ich glaube, die ist abgebrannt. Oh ja. War ja so klar, ne? Oh Mann. Na gut. Dann halt nicht. Nehmen wir das mal mit. Bisschen dunkel jetzt, da habe ich ein bisschen Angst, muss ich schon mal sagen. Also was ich gerne mitnehmen würde, wäre hier diese Schilfblume. Das wäre ganz nett. Ist hier noch eine? Wo ist noch eine? Müssen wir mal so ernten, da gibt es ein bisschen mehr raus. So 11 Stück. Gab es hier noch andere Sachen, glaube ich. Gab es da nicht noch mehr? Müssen wir gleich mal gucken. Ach, das Weizen wollte ich mitnehmen, siehst du? Da war ja was. Wo war denn das? War hier irgendwo, ne? Dann sagen wir mal, nehmen wir ein bisschen Weizen ein. Ich meine Dings aufstellen. Sonst sehe ich nicht. Ein Wölfchen kommt oder so Späße.
Wir müssen nämlich noch mehr Fladenbrot machen. Oh, das gibt ja richtig viel Weizen. Ist ja geil. Das gefällt mir. Wir fasten auf ein Stack. 100. Oh, ein Wolf. Na? Da ist er. Hat er mich nicht gesehen, oder was? Tot? Tot. Hui! Ein böser Wolf. Wo ist denn der jetzt? Wolf? Hallo? Ach, ist der ins Wasser gefallen? Hallo? Sehe ich nicht. Oh, ich hasse es. Da. Das nehmen wir doch mit. Hm? Das gute Zeug. So. Okay. Ah, das wird hell. Sehr schön. Ich würde den gerne noch hier Dingens machen. Danke. So, jetzt haben wir so viel von den Dingens mit. Aber dann gar keinen Platz mehr für die ganzen wie heißt? So. Das muss reichen. Weil ich muss noch das ganze Erz mitnehmen, deswegen bin ich hier eigentlich hierher gekommen, ne? So ist das ja nicht. So, schauen wir nochmal. Glück. Glück. Ich bin ja wegen dem Erz hier und nicht wegen Weizen. Und das Weizen mir schöne Fladenbrote draus machen können. Das freut mich. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Nahrung. Die auch ein bisschen länger hält als das Fleisch. Hm. Lohnt sich auf jeden Fall so eine Sichel zu machen, auch wenn sie aus Knochen nur ist. Aber lohnt tut sich das allemal. So, ist schon ein Haufen durchgecraftet jetzt. Wisst ihr, geht's nämlich schon los. So geht's nämlich schon los. Kein Platz mehr im Inventar. Na doll. Hab ich hier noch ein bisschen was zum Einheizen? So. Ja. Das ist ja natürlich blöd, ne? Was lassen wir denn hier? Ich würde erst mit das hier lassen. Brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir auf jeden Fall das restliche Erz noch mit. Noch das Platinerz, wenn es geht. Ah, wir haben kein Kupfer mehr, ne? Zum Eingeschmolzen. Da müssten wir mal noch was einschmelzen eigentlich. Ah, ich sehe, Kohle ist viel zu schwer. 55 Kilo wiegt die Kohle. Oh lala. Ich würde erstmal ein bisschen Holz noch reinwerfen und dann können wir das wegtragen, würde ich sagen. Ich besorge mal eben Holz und dann komme ich gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder und wir haben ein bisschen Holz mitgebracht. Denn hier ist nämlich gleich wieder leer. Füllen wir hier einmal auf. So. Und so wird das erstmal. Ich hoffe, das reicht zumindest. Dass wir da alles durchcraften können. Das wäre super. Wie schaut es denn hier aus?
Ah, das Fleisch ist fertig. Sehr schön. Da ist noch Wasser drin. Das ist auch okay. Tun wir das Holz hier rein, ne? Und die Sangemaurosch hier reintun. Das müssen wir jetzt nicht mitschleppen extra. So, 20 Platinerz. Ist halt die Frage, ne? Oh Gott, so viel. Ist das herrlich. Ich hätte noch gerne Kupfer gehabt. Ein Stack Kupfer hätte ich noch gerne mitgenommen, aber irgendwie... Nicht fallen lassen. Shit, ey. Ich glaube, ich mache meine Kiste hier. Hä? Was haben wir dafür? Holz und Fasern. Haben wir doch hier. So, Moment. Kein Platz. Sekunde. Platz. Out of Platz. Uns hier meine Kiste hin. So. Kiste. Nur eine kleine Höhle hier. Mit dem Kram drin. Das wieder da rein. Das kann raus. Und so brauchen wir erstmal nicht. Oh, jetzt können wir auch in die Kiste tun eigentlich, ne? So. Machen wir das mal so und so, damit ich einen Überblick habe. So, okay. Nehmen wir hier das restliche Eisenerz bitte raus. Ich muss das hier mal kurz zwischenlagern. So. Damit wir das andere eingeschmelzt bekommen. Wieder einmal Kupfererz einschmelzen. Da hätte ich gerne erstmal einen Stack zum Mitnehmen für die Munition. Da fehlt es nämlich noch ein bisschen dran. Muss ich sagen. Wird er jetzt das durchkräften? Oder. Ah, jetzt mache ich wieder das andere. Du sollst das kräften. So. Ah, sehr gut. Noch den einen Stack voll bekommen. Siehst du, kriegt man gar nichts mehr weg. Ja. Ah, ich würde so gerne die Kohle mitnehmen, aber wir sind jetzt schon voll. Sehr ärgerlich. Muss mal eben schauen, wie das mit dem Platz ausschaut. Ja, das Platinerz. Müssen wir eigentlich hier lassen, ne? Können wir nicht so wirklich gebrauchen. Ah, wir haben schon wieder 12 Uni. Ganz toll. Golderz können wir auch hier lassen. Den Schwefel lassen wir auch hier. Die Kohle halt, ne? Das ist halt... Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Okay. Okay, dann warte ich mal eben, bis das hier durchgelaufen ist. Und dann können wir losmachen. So, das letzte Stückchen läuft durch. Dann nehmen wir jetzt 2 Sticks mal von den schönen Kupfer mit. Dann wechseln wir mal hier einfach mal durch. Können wir mal das Erz rausnehmen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Platz, ein bisschen Gewicht frei. Da können wir jetzt noch mehr mitnehmen. Ach, wir haben schon alle raus. Okay. 8 Kilo das Platin. Okay. Das kommt raus. Da würde ich vielleicht doch noch versuchen, die Kohle mitzunehmen. Okay. Die Hälfte. Wenn ich auch irgendwie das Einzelne rausziehen. Warte mal. Mit Alt vielleicht.
Ah. Sehr schön. Mit Alt kann ich einzelne Dinge rausziehen. Das ist doch gut. Ne? So eine feine Sache. So. Haben wir genau die Kilozahl. Könnte man eigentlich... Nee, kann man nichts mehr mitnehmen eigentlich, ne? Der Schwefel wiegt auch zu viel. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Kohle dabei. Jede Menge Eisen. Aber ich hoffe, das reicht erstmal am Weichen. Gut. Würde mal sagen, gehen wir mal auf den Rückweg. Die Pneumonie können wir da wegmachen. So. Haben wir endlich wieder Ausdauer hier. Sehr schön. Also das Medikament ist ziemlich gut, muss ich sagen. Das lohnt sich. So, mal gucken, ob wir wieder Wölfen begegnen. Wäre jetzt nicht so toll. Bären wäre noch schlimmer, aber das kann ich euch sagen. Aber wir wollen jetzt die schöne Schrotflinte holen. Machen, holen, basteln. Dann gucken wir mal, ne? So. Hier oben muss auch irgendwo eine Höhle sein. Müssen wir mal schauen, ob wir die dann finden. Ist da gerade geknurrt? Nee. Haben wir nur eingebildet, okay. Also hier gibt es auch noch jede Menge Weizen. Das ist gut zu wissen. Also hier ist eine. Hier ist auch so ein richtig schöner Hotspot, du. Wo man auch gut eine Basis machen kann, du. Das wäre mal für die Zukunft was, wenn wir das brauchen. Gut. Dann laufe ich mal zurück. Wir sehen uns gleich. Ach, hier ist noch ein Wolf. Moment. So. Aber jetzt. Bis gleich. So, zurück in der Basis. Ich tue schon mal kräftig hier Stahlzeug herstellen. Hier Steelblumen. Und jetzt können wir in der Zwischenzeit mal gucken wegen der Nahrung. Genau, brauchen wir erstmal das Fladenbrot. Genau. 6 Stück können wir machen. Naja, immerhin, ne? Ist jetzt nicht schlecht. Wir können mal wegen der Schilfblume schauen. Was man da schönes kriegen. So, Schwammlilie. Gesundheit. Kann ich sonst die wiederherrschende Ausdauer beschleunigt? Oh, nicht schlecht. Kräuterhang der Verrühung die Ausdauer erhöht. Ausdauerverlust verlangsamt. Ah ja. Schilfblumen und Weizen, natürlich, wenn sie das verlorene Ausdauer wiederherstellt. Gut, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Okay. Haben wir sonst noch was? Wenn wir schon mal hier sind. Ein Kühlbehälter. Das wäre doch mal eine Idee, ne? Wenn wir mal sowas bauen. Ah, da brauchen wir Eisenbahn. Da tue ich gerade alles einschmelzen. Ich brauche nämlich echt das ganze Eisen, was ich dabei hatte. Ja, ganz viel Steelblumen. Ich würde mal einen rausnehmen. Hier wollte ich rein. Ich überlege auch gerade, ob ich das die Jagdfinde gleich direkt herstelle. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch Kram. Na, mal 8 Eisenbahnen. Ich wollte jetzt, was habe ich gesagt? Den Schrank noch. Hä? Wo baut man den? Ich habe gerade den Schrank freigeschaltet. Den Schrank freigeschaltet, das ist in Deutsch.
Hä? Bin ich jetzt doof? Ach, hier. Coppernail. Hier, oder? Genau. Einmal bitte. Boss. Bauen wir noch. Ah. Hoppa, Seile, Leder, Holz. Seil. Leder. Ein bisschen Holz. Kein Holz. Kein Holz mehr oder was? Ach doch, hier. Sehr schön. Es fehlt noch Seil. Stimmt. Da war ja was. So. Crafter ist mein Fieberraumstar. 8 Stück. Und haben tue ich 6. Also Nummer 2. Können wir uns einen Kühlschrank machen? Hä? So. Moment. Ah. So. Jetzt. Ich hole mir auch noch mal eine Eisenbahn. Das ist mal gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir einen schönen Kühlbehälter. Stellen wir den mal hin. Kein Platz mehr. Hier daneben. Schick. Was für ein Symbol. So, der braucht halt Eis, ne? Das haben wir nicht. Da müssen wir erstmal Eis besorgen. Gut, ich wollte eh mal ins Kühlbiom. Ins Eisbiom. Mach es mal Stopp, das reicht es mal. So. Schusswaffe. Achso, wir müssen erstmal Stahl einschmelzen. Ah. Das dauert jetzt auch nochmal kurz. Gut, da warte ich mal und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Okay. Ich habe gerade gesehen, dass hier mein Fladenbrotteig fast schlecht wird. Eieiei. Da müssen wir natürlich mal ganz schnell was kochen hier. Das geht ja nicht so. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen wegen der Hitze, sonst verbrennen wir. Das mögen wir nämlich überhaupt nicht, da in der Nähe im Feuer zu stehen. Das ist ein bisschen unpraktisch. So, wir nehmen das Holz noch mit. Trinken wir mal noch was. So. Ein Holzschrank können wir auch bauen, sehe ich gerade. Wir sind übrigens ein Level aufgestiegen. Praktisch Schlachten. Ja. Das hier hätte ich gern. Mobiles Lager. Wird das Gewicht reduziert. Das finde ich nicht schlecht. Müssen wir da mal hin. Wir haben auch bloß ein Level für Rang 4. Hier gibt es einen Extraktor irgendwann. Ach ne, den gibt es noch gar nicht hier, den Fabrikator. Ist noch nicht freigeschaltet. Ja, so ein Mist. So, erstmal wieder ein bisschen was. Oh, ich sehe gerade, mein Sauerstoff geht auch zur Neige. Können wir doch mal was dagegen tun, ne? So, vielleicht mal tauschen. So. Okay. So, dann tun wir mal hier in den Stahl. Wie schaut's denn hier aus? Ah, der hat schon das Fladenbrot gemacht. Sehr schön. Nimm doch gleich mal mit. Oh, da wird's wieder heiß. So, können wir die jetzt bauen? Ja, ah, sehr geil. Schrotflinte. Geil. Geil.
Munition. Nice. Oh, jetzt ist es ein bisschen warm geworden. Muss ich die was mal anhaben wahrscheinlich. So, dann würde ich mal sagen, das ist doch super. Das ist doch ein schöner Abschluss für die Folge, oder? Ein Traum. Ich könnte noch überlegen, die Jagdflinte zu machen. Bräuchte man nochmal Schießpulver. Könnte man eigentlich machen, ne? Ich habe mal ein bisschen noch Schwefel besorgt. Na? Kann man eigentlich direkt nochmal eine ganze Stange machen. So, warte mal. Ich will nicht so viel Stahl jetzt herstellen, ehrlich gesagt. So. Dann sollen die das mal einschmelzen. Gut. Jetzt sind wir eigentlich gewappnet, um mal in das Eisbiom zu gehen. Ach nee, wir müssen noch was herstellen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen, das Golderz kann eigentlich auch eingeschmolzen werden, sehe ich gerade. So. Gut. Können wir auch erstmal einlagern. Das Mehl packen wir mal hier rein. Es wird auch nicht schlecht, sehe ich gerade. Okay. Hier kommt nochmal das tote Futter rein. Wir nehmen es ein bisschen Nahrung mit. Okay. Sehe, da fehlt noch ein bisschen Holz. Das werde ich dann mal auffüllen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.